Willkommen beim Weihnachtsprogramm von TV21. Weihnachten 2022 beginnen mit Michael Jedlitschka, der uns seine Version von Leise rieselt der Schnee vorträgt. Die Jirka Sisters machen in ihrem Lied eine musikalische Reise in ihre Kindheit. Anschließend kommt das Lied Es wird schon gleich dumper, vorgetragen vom Duo Damenspitz in einer Bearbeitung von Gerhard Blapol. Danach ein wunderbarer Brief, ein schöner Brief von einem Mädchen, einem achtjährigen Mädchen, das im Jahre 1897 an den Chefredakteur der Sun einen Brief schreibt und fragt, ob es den Weihnachtsmann gibt. Viel Vergnügen beim ersten Teil von unserem Weihnachtsprogramm 2022. Liebe Zuseherinnen und Zuseher von TV21, der freie Sender auf Abruf hier in Niederösterreich, der Christian und ich, wir wünschen euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, viel Freude, Erfolg, Kraft und Gesundheit und Optimismus. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, das Christkind kommt bald. In den Herzen wird's warm, still schweigt Kummer und Harm. Sorge des Lebens verhallt. Freue dich, das Christkind kommt bald. Bald ist heilige Nacht. Der Engel erwacht. Hör nur, wie lieblich es schallt. Freue dich, das Christkind kommt bald. Das Christkind kommt. Frohe Weihnachten. Draußen kalt wird, da denk ich an mei Kindheit. Wie wir gewohnt haben, ne Schneid und auf den Baum. Der ganze Ort hat gelächt und alles war verzaubert. Ja, die Weihnachtszeit war wie ein schöner Traum. Die geschmückten Straßen, die Fenster hell von Kerzenschein. Waren so friedlich, so festlich und so still. Dann sind wir heimgefahren und haben ein Engel gewartet noch. War das Christkind denn wirklich jetzt schon? Und ich will mich über den Freien, der da kommt,
sind gestanden, Hand in Hand mit großen Augen. Der Baum war höher, die Herzen weit, die Liebe groß. Dann haben wir gesungen, gelacht und uns vertragen. Und aus so manchen Streit wieder Frieden gemacht. Ja, es ist weit. Es war der Gottessohn, der für uns gekommen ist. Dass dieser Geschenk ist für alle, die bereit sind. Für die großen Leute und für die kleinen auch. Na klar. Ja, es ist Weihnacht. Tief im Herzen Frieden braucht. Und immer wieder spür ich dieses Gefühl, das mich aufwärmt und ich will mich über den Freien, der da kommt. Und der bei mir ist jede Stunde und alle Jahre gibt's mir wieder Kraft. Ich schau nach vorn und schon ist halber geschafft. Denn da kommt der Morgen mit, so wie ich bin, so wie ich bin, so wie ich bin. Es wird schon gleich dumper. Tiroler Volksweise, bearbeitet von Gerhard Blaroll. Es wird schon gleich dumper, es wird schon viel gelacht. Bin froh, dass am Stephansplatz kein Bundstand aufmacht. Weil wenn ich im Vollrausch auf dem Stephansplatz lieg, versperrt mir das Standl nicht am Steffel den Blick. Doch zum Glück, doch zum Glück schützt uns da vor die Politik. Es wird schon gleich dumper, es wird schon viel gelacht. Ich zahl brav mein Kurzbackschein bis 10 auf die Nacht. Durch so eine Schikane fühl ich mich nicht gequält. Ich wüsst ja ansonsten nicht, wohin mit mein Geld. Doch zum Glück, schützt uns da vor die Politik. Es wird schon gleich dumper, es wird schon viel gelacht. Am Stadtrand bauen Shopping-Malls viel mehr als man braucht. Zum Geschäft an der Ecken könnt ihr locker zu's gehen. Doch wird man durch Kurzdistanzen höchstens bequem. Doch zum Glück schützt uns da vor die Politik.
Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Eines Morgens, es war im September 1897, fand der Chefredakteur der New Yorker Zeitung The Sun auf seinem Schreibtisch folgenden Brief eines 8-jährigen Mädchens. Lieber Redakteur, ich bin 8 Jahre alt. Einige meiner Freundinnen sagen immer, es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Papa aber sagt, wenn es in The Sun steht, dann ist es wahr. Bitte, sagen Sie mir die Wahrheit. Gibt es einen Weihnachtsmann? Virginia O'Hanlon. Francis Fasellas Church, Redaktionsmitglied und Leitartikler der Sun, ehemaliger Kriegskorrespondent während des amerikanischen Bürgerkriegs, übernahm die Beantwortung nur zögerlich und ungern. Doch schließlich entstand der folgende Brief. Virginia, deine Freundinnen haben Unrecht. Sie leiden an einer Krankheit, die ihnen freilich erst später Schmerzen bereiten wird, die aber dennoch eine böse Krankheit ist. Gib Acht, dass du nicht auch von ihr ergriffen wirst. Es ist ein Leiden der Seele. Wir Erwachsenen nennen es Zweifelsucht, Unglauben, Herzensarmut. Deine Freundinnen und die anderen, die es ihnen eingeredet haben, meinen, sie wären, wer weiß wie klug, weil sie nur das für wirklich halten, was sie mit ihren eigenen Augen sehen, und wissen doch nicht, wie wenig das ist. Stell dir einmal die ganze weite Welt vor, mit Bergen und Seen, Flüssen und Meeren und den endlosen Himmel darüber mit seinen vielen, vielen Sternen. Stell dir einmal vor, was es da für Wesen gibt, im Wasser und in der Luft und auf der Erde. Der Mensch ist nur eines unter Tausenden und noch dazu ein winzig kleines. Nicht mehr als ein Käfer oder eine Ameise. Wie sollte dieser Mensch mit seinem kleinen Verstand alles sehen, alles erkennen, alles wissen? Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. So gewiss wie es Wärme und Fröhlichkeit, Liebe und Güte gibt, die man ja auch nicht mit seinen Augen sehen, mit seinen Händen greifen kann. Und doch gibt es sie. Das fühlst du doch. Und bringen sie nicht Schönheit und Freude in dein Leben? Ach, wie traurig wäre die Welt ohne den Weihnachtsmann. So traurig, als ob es keine kleinen Virginias gäbe, keine Märchen, keine Lieder, keine Dichter, die Geschichten schreiben, nur noch Leute, die niemals spielen, niemals lachen. Da wären wir doch allesamt verloren. Nicht an den Weihnachtsmann glauben. Dann braucht man auch nicht an Feen und Elfen zu glauben. Du könntest deinen Vater überreden, am Weihnachtsabend vor jedem Kamin einen Aufpasser zu stellen, um den Weihnachtsmann zu fangen. Was würde es beweisen, wenn sie ihn nicht durch den Schornstein hinabsteigen sehen? Niemand sieht den Weihnachtsmann. Das beweist aber nicht, dass es ihn nicht gibt. Die wahrhaft wirklichen Dinge dieser Welt können weder Kinder noch Erwachsene sehen. Hast du schon einmal Feen auf einer Wiese tanzen sehen? Natürlich nicht. Das beweist aber nicht, dass sie nicht gerade dort tanzen. Niemand kann all die unsichtbaren Wunder der Welt begreifen. Niemand kann erklären, warum wir uns über eine Melodie, ein Gedicht, den Mondschein freuen, warum sie unser Herz mit Glück erfüllen und warum die Menschen sehr arm sind, die keinen Sinn für die ungreifbaren Dinge haben. Du kannst eine Babyrassel auseinandernehmen, um zu sehen, wieso sie eigentlich klappert.
Über die unsichtbare Welt aber ist ein Schleier gebreitet, den selbst der stärkste Mensch und nicht einmal die vereinte Kraft der stärksten Männer aller Zeiten zerreißen kann. Nur der Glaube, die Liebe können diesen Schleier ein klein wenig lüften und die dahinter verborgene übernatürliche Schönheit und Pracht schauen. Ist dies alles Wirklichkeit? Oh, Virginia, es gibt nichts Wirklicheres und Beständigeres auf dieser Welt. Der Weihnachtsmann, Gott sei Dank, er lebt und wird ewig leben. Noch in 1000 Jahren, was sage ich, kleine Virginia, in 10 mal 10.000 Jahren wird er wohl noch die Herzen der Kinder höher schlagen lassen. Frohe Weihnacht, Virginia. Dein Francis Church. Im zweiten Teil stellt sich die Frage, wer hat Weihnachtskrippen oder die Weihnachtskrippe erfunden? Wir fragen den Guardian des Wiener Franziskanerordens. Ja, und woher stammt das Christkind? Peter Steinbach und Wiener Blues glauben es zu wissen. Sie werden es im Lied hören. Ein wunderschönes, aber sehr trauriges Weihnachtslied, nämlich das Postamt von Mosbach, wird vorgetragen von Ingrid Merschel. Im Anschluss erfahren Sie eigentlich, dass es 4 heilige Drei Könige und nicht nur 3 gab. Das ist eine Geschichte von Michael Haas, vorgetragen von Michael Jedlitschke. Ja, jetzt habe ich eine berufene Stimme hier vom Franziskanerkloster in Wien. Weihnachten, es hat ein bisschen die Bedeutung, hat sich gewandelt für die meisten Menschen, wobei der Sinn eigentlich der gleiche geblieben ist. Ganz genau, der Sinn ist der gleiche geblieben. Ich bin Franziskaner, wie Sie sagten. Der heilige Franz von Assisi hat ja begonnen mit den Krippendarstellungen. Die lebendige Krippe, um das sozusagen in einem Bibliodrama lebendig zu halten, hat er das nachgestellt in Greccio 1223, nächstes Jahr Jubiläum, 800 Jahre, um das sozusagen in den Herzen der Menschen zu verankern, die Menschwerdung Gottes. Und das ist das Sympathische, Gott ist nicht weit weg, es ist nicht der alte Opa hinter den Wolken, sondern er will Fleisch annehmen, unser Menschliches, um uns zu begegnen. Das feiern wir zu Weihnachten und das ist ja alle Grund zu feiern. Gott, absolut, absolut. Bravo. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wir verdanken diese wunderbaren Krippen eigentlich der Idee vom heiligen Franziskus? Richtig, der hat begonnen 1223 das lebendig zu spielen, nachzuspielen und in der Folge hat man dann begonnen wirklich so Krippendarstellungen mit Figuren. Sie hören, ich bin ein Tiroler, dort hat sich das natürlich ausgefaltet, das ist auch eine Grödner Krippe aus Südtirol mit allen Details dann bis zu den Viechern und die ganze Schöpfung und Natur. Das passt aber dazu, wir waren ja viel zu viel in der Theologie fixiert, Gott und Mensch und seine Beziehung oder ihre Beziehung. Es geht um die ganze Schöpfung und das gehört dazu. Deswegen, je mehr da los ist an der Krippe, desto franziskanischer und desto göttlicher. Eine letzte Frage natürlich noch, wie feiern die Franziskaner den Heiligen Abend? Relativ traditionell. Wir beten natürlich, werden einmal stille, dann treffen wir uns wie eine Familie zusammen im Refektorium zu einer Weihnachtsfeier, wo wir singen, wo wir gut essen, wo wir ein Glasl trinken und danach natürlich die Christmette in der Kirche als Höhepunkt. Wunderbar. Nachdem wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen, möchte ich ein wunderschönes Fest wünschen. Ihnen auch. Alles Gute, viel Segen und Freude aus der Weihnacht. Danke. Gerne. Das Christkind kommt aus Favoriten. Es stammt ganz sicher nicht aus Ottergrin. Am Lahrberg steht heute noch die Hütten. Da drin ist damals gelähmtes arme Ding. Der Stadl steht heute noch drum im Bruder. So hat es einfach wollen, der Himmel Vater. Nur heißt die Hütten auch heut Tivoli, da zieht's die Hirten alle heut noch hin. Statt Gold, statt Weihrauch und auch Myrrhe,
gib Schnäpse Turto und Leberkäse und Biere. Das Christkind kommt aus Favoriten. Wenn's euch nicht glaubt, dann habt's euch wirklich geschnitten. Und später dann als Jesus Chapeau-Verehrung mit einer wundersamen Brotvermehrung. Wie hat er's trickst mit ausgesprochenem Geschick? Die Striezel kamen aus der Ankerbrotfabrik. Und auch ein Weihnachtslied, das stammt aus Favoriten. Krippen haben sowas Rührendes. Geschrieben hat's a Wiener, a liebe alte Hitten. Gleich muss ich warnen, Kinder, seid's mir nicht bess. Der Kasper Melchior und auch der Balthasar, das waren die ersten Ausländer. Die Urenkel vom ersten, zweiten, dritten bleiben heute noch so gerne in Favoriten. Drum, liebe Kinder, gebt gut Acht, dies Lied hab ich euch mitgebracht. Singst bitte unterm Weihnachtsbaum, das Leben ist kurz, lang wird der Traum. Das Christkind kommt aus Favoriten. Es stammt ganz sicher nicht aus Otterkring. Am Lahrberg steht heute noch die Hitten. Da drin ist damals ging das arme Ding. Der Stadel steht heute noch drum im Bruder. So hat das einfach wollen, der Himmelvater. Hast die Hirten, Härte, die Wolle, da ziehst die Hirten, Härte, alle hin. Statt Gold, statt Weihrauch und statt Mühre, gibt Schnäpse dort und Leber, Käse und Biere. Das Christkind kommt aus Favoriten. Wenn's mir's nicht glaubt, dann habt's euch wirklich geschnitten. Bring deine Hilfe für die Kinder.
das verstehst du nicht. Oh nein. Da müsst der Holzknecht du sein. Liebes Christkind, ich habe mir gedacht, ich lese für euch heute eine Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich von meinem Bruder kennen, von Viktor Gernot. Aber ich kann mit Stolz behaupten, dass ich der Erste war, der neben dem Autor Michael Haas, der diese Weihnachtsgeschichte 1999 verfasst hat, diese Geschichte erstmals öffentlich vorgetragen hat. Und zwar war das beim Neujahrskonzert der Stadtkapelle Mistelbach, im Stadtsaal Mistelbach. Und ich habe das dann nachher meinem Bruder auch zum Lesen gegeben und durch ihn wurde die Geschichte wirklich in Österreich bekannt und mittlerweile alle, die auf sich was halten, tragen diese Geschichte vor. Und mir macht es besonders Freude, weil es ja eine Geschichte ist, wo man ein bisschen bemakelt. Und meine Vorfahren sind ja väterlicherseits aus der Tschechei und dadurch ist es mir auch ein Anliegen, Ihnen heute die Geschichte vom vierten Heiligen Dreikönig vorzutragen. Ich fürchte, man kennt mich nur sehr wenig. Ich bin der vierte Heilige Dreikönig, geboren hat es hört man eh im schönen Radec Kralove mit Namen Jirschi Bžihoda. In der Bibel stehe ich nie wo da. Das ist eine traurige Geschichte, die welche heute ich euch berichte. Es hat der Stern von Bethlehemen gemacht an Umweg über Bämen und darauf habe ich gewiss, geboren ist Herr Jesus Christ. Ja, nur weil wir Benehmen haben, besorgte ich gleich schöne Gaben. Natürlich nicht kein Knistig-Schnastel, nein, Olmitzer Quagel in hulzene Kastel. Meine Kollegen, die anderen drei kenne ich, waren schon ein bisschen ungeduldig, ein wenig. In der Maschkusch, sie mussten warten, bis ich gekommen bin von Norden. Und Schimpfer möchte ich dort kriegen, noch sag ich, kann ich vielleicht fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Das Wetter dort war wunderschön. Man hat die Sonne nur gesehen. Na, Brosimbane, was sage ich Ihnen? Mein Quagel fängt sich an zum Rinnen. Der Bartelsau hat gleich geschnifftelt, was in der Wiste da so diftelt. Da habe ich zu ihm gesagt, du weißt nix. Ein Quagel, was nicht diftelt, heißt nix. Der Stern, der vor uns hergezogen ist, plötzlich nicht mehr weitergeflogen, hat gemacht einen Bremser über den Stadel. Drin war ein Bursch mit seinem Madel und in einem Bramborikistel mit Stroh und Winkel, da hat sich gelegen das himmlische Kindl. Der Kaspar, Melchior, Balthasar bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe da und ich bring Kastelhulzenes mit Olmitzer Quagel geschmulzenes. Drauf sagt der Josef, Maria, ich möchte wissen, hat sich der Bub schon wieder der Evangelist Matthäus hat gestrichen drum mich aus dem Weihnachtsevangelium. Man kennt mich nur darum sehr wenig. Ich bin der vierte Heilige Dreikönig. Dankeschön. Im dritten Teil wünscht sich Gernot Graner vom Christkind einen Vorderzahn, beziehungsweise seine Handpuppe wünscht sich das eigentlich. Danach erfahren Sie, was ein Christbaumständer so alles zu Weihnachten anrichten kann. Diese humorvolle Geschichte wird von Rene Rumpold erzählt. Reinhold Graner bringt dann seine von ihm bearbeitete Version von Es wird schon gleich dumper. Und dann haben wir wieder eine schöne Geschichte, eine sehr berührende Geschichte. Es handelt von einem Polizeibeamten, der am 24. Dezember eine Patrouille oder einen Streifendienst am Wiener Zentralfriedhof macht. Die Geschichte wird erzählt von Peter Steinbach. Was hast du denn? Ach, weißt du, jeder, der mich sieht, lacht mich nur auf. Oh nein. Ja, denn aus meinem Mund, da sagt ein Zahn nur raus. Oh. Ja, das kränkt mich.
Wirklich? Ja, darum habe ich einen großen Wunsch ans Christkind. Bitte sehr. Einen großen Wunsch ans Christkind? Was wäre dein Wunsch? Na, ich sag dir's. Na, sag mir's. Ich wünsche mir vom Christkind einen Vorderzahn. Was? Einen Vorderzahn. Oh, einen Vorderzahn. Ja, einen Vorderzahn. Und bring mir das liebe Christkind einen Vorderzahn. Was ist dann? Oh, dann sag ich, danke, liebes Christkind. Ja. Früher sprach ich mit Bravour. Womit? Mit Bravour. Oh, mit Bravour. Ja, ich sagte zum Beispiel 37 Zwitzen auf dem Zwitzenbaum. Wo? Auf dem Zwitzenbaum. Ah, ja. Aber jetzt, oh Gott, da lispel ich nur. Das macht doch nichts. Doch, denn was ich sage, das versteht man kaum. Ich hab's verstanden. Auf dem Zwitzenbaum? Na, den hab ich nicht verstanden. Na, siehst du? Darum wünsche ich mir vom Christkind einen Vorderzahn. Ja, ich weiß schon, einen Vorderzahn. Ja, einen Vorderzahn, das auch. Ja, einen Vorderzahn. Ja. Was sagst du? Ich sage, danke, liebes Christkind. Oh, das ist blöd. Ich sage, oh, ich weiß schon. Ich sage, frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Rutsch ist nicht gut, nein. Macht nichts. Ich sage, Prosit. Oh nein, Prosit ist auch nicht gut. Und warm. Zuallererst einmal etwas Gelesenes, und das heißt der alte Weihnachtsbaumständer. Beim Aufräumen des Dachbodens ein paar Wochen vor Weihnachten entdeckte der Familienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim vorsichtigen Drehen konnte man das Lied »O du Fröhliche« erkennen, richtig. Da musste der Christbaumständer sein, das musste er unbedingt sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam. Das Ding sah zwar, gelinde ausgedrückt, fürchterlich aus, doch kam dem Familienvater ein wunderbarer Gedanke. Wie würde sich Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum sitzt und dieser sich auf einmal wie in vergangener Zeit zu drehen anfängt und dazu »O du Fröhliche« spielt? Nicht nur Großmutter, die ganze Familie würde staunen. So nahm er den Ständer und schlich ungesehen in seinen Bastelraum, der Vater. Jeden Abend zog er sich geheimnisvoll nun in seinen Bastelraum zurück und verriegelte hinter sich die Tür. Eine gründliche Reinigung und eine neue Feder, dann sollte der Ständer wie neu sein. Natürlich fragte die Familie, was er dort treiben würde, und er antwortete jedes Mal nur, Weihnachtsüberraschung. Kurz vor Weihnachten sah der Weihnachtsbaumständer aus wie neu. Jetzt noch schnell einen prächtigen Weihnachtsbaum besorgt, so um die 2 Meter hoch, und wieder verschwand der Vater in seinem Hobbyraum. Er stellte den Baum in den Ständer und führte einen Probelauf durch. Alles bestens. Was würde Großmutter für Augen machen? Nun endlich war es Heiligabend. Der Vater bestand darauf, den Weihnachtsbaum alleine zu schmücken. Er hatte extra echte Baumkerzen besorgt, damit alles stimmte. Die werden Augen machen, sagte er bei jeder Kugel, die er in den Baum hing. Als er fertig war, überprüfte er noch einmal alles. Der Stern von Bethlehem war oben auf der Spitze, die Kugeln waren auch alle angebracht, Naschwerk und Wunderkerzen hingen hübsch angeordnet am Baum und Engelhaar und Lametta waren hübsch untergebracht. Also, die Feier konnte beginnen. Für die Großmutter stellte er den großen Ohrensessel parat. Die anderen Stühle stellte der Vater in einem Halbkreis um den Tannenbaum auf. Jetzt führte der Vater die Großmutter feierlich zu ihrem Platz. Die Eltern setzten sich neben ihr und ganz außen saßen die Kinder. Jetzt kommt die große Weihnachtsüberraschung, verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz schnell wieder seinen Platz ein. Langsam begann der Weihnachtsbaum sich zu drehen und hell erklang von der Musikwalze
War das eine Freude. Die Kinder klatschten in die Hände und Oma hatte vor Rührung Tränen in den Augen. Sie brachte immer wieder nur, wenn Großvater das noch erleben könnte, dass ich das noch erleben darf, hervor. Mutter war stumm vor Staunen. Eine Weile schaute die Familie entzückt und stumm auf den im Festgewand drehenden Weihnachtsbaum, als ein schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum, die bunten Weihnachtskugeln klirrten wie kleine Glöckchen und begann der Baum sich immer schneller zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los, es hörte sich an, als wollte sich selbst überholen. Mutter schrie laut auf, so unternimm doch was! Vater saß aber wie versteinert auf seinem Stuhl und starrte auf den Baum, der seine Geschwindigkeit immer weiter steigerte. Mittlerweile drehte er sich so schnell, dass die Flammen hinter ihren Kerzen wehten. Großmutter bekreuzigte sich und betete und murmelte nur noch, wenn das Großvater noch erlebt hätte. Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wusch wie ein Komet durch das Zimmer, klatschte gegen den Türrahmen und fiel auf den Dackel, der dort gerade ein Nickerchen hielt. Der Dackel flitzte wie von der Tarantel gestochen in die Küche und schielte in Sicherheit um die Ecke. Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten wie ein Kettenkarussell am Weihnachtsbaum. Vater erwachte aus seiner Starre und gab das Kommando, alles in Deckung! Ein Goldengel trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmuck und andere Anhängsel sausten wie Geschosse durch das Zimmer und platzten beim Aufschlagen aufeinander. Die Kinder hatten hinter Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen flach auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich. Alles umsonst. Die viele Arbeit, alles umsonst. Vater wollte sich vor Peinlichkeit am liebsten unter dem Teppich verstecken. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von oben bis unten mit Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, als dieser 1914 bis 1918 in den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte. Genauso muss es gewesen sein, als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte, registrierte sie trocken Kirschwasser und murmelte, wenn Großvater das noch erlebt hätte. Zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupfakkord bis mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel auf das kalte Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille. Großmutter, geschmückt wie nach einer New Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lametta-Girlande wie eine Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie, wie gut, dass Großvater das nicht erlebt hat. Mutter völlig aufgelöst zu Vater, wenn ich mir die Bescherung ansehe, dann ist deine große Überraschung wirklich gelungen. Danke! Andreas, der kleine Sohn, meinte nur, du Papi, das war echt stark. Machen wir das jetzt alle Weihnachten so? Und jetzt singe ich euch ein schönes Weihnachtslied, das heißt, es wird schon gleich dunkel und jeder, der es kennt, singt es bitte mit, so gut er kann. Es ist ein bisschen auf meine Art. Viel Spaß. Es wird schon gleich dunkel. Es wird schon klein Nacht, drum komm ich zu dir her, mein Heiland auf Wort.
Heiliger Abend auf dem Friedhof. Als kinderloser Beamter hatte ich nicht das Recht, zu Weihnachten zu Hause zu sein, und gerade in den Weihnachtstagen waren viele Leute auf den Friedhöfen und nicht nur fromme. Es war der 24. Dezember um etwa 23 Uhr, als ich am Zentralfriedhof beim Tor 2 eintraf. Ich betrat den Friedhof mit den Gedanken, einerseits die weihevolle Stunde alleine und in Ruhe zu genießen, andererseits allfällige Grabräuber, die es auch in der Nacht auf den großen Friedhof gab und noch immer gibt, mit aller Härte des Gesetzes oder womöglich noch härter zu bestrafen. Man kann sich nicht vorstellen, welche Stimmung aufkommt, wenn man durch Grabkerzen und kleine Weihnachtsbäume unzählige Lichtlein leuchten sieht, die sich im weißen, frisch gefallenen Schnee widerspiegeln, der vom Mond zusätzlich auch noch beleuchtet wird. Ich wandere also durch die Grabreihen, mein Polizeihund genoss die Freiheit und so verging die Zeit. In meinen anfänglichen Tagen war mein größter Angstgegner zweifelsfrei der Zentralfriedhof in der Nacht. Und so horchte ich zwischen dem Knirschen des Schnees unter meinen Schritten eventuell Geräusche zu vernehmen, die auf die Anwesenheit ungebetener Gäste hinwiesen. Es war Mitternacht, als ich in einiger Entfernung in einem dicht verwachsenen Teil des Friedhofes leisen Gesang vernahm. Als ich mich näher an die Quelle des Gesanges heranbirschte, konnte ich das Lied »Stille Nacht, heilige Nacht« vernehmen, welches von einer leicht zittrigen, aber doch sehr schönen Stimme gesungen wurde. In der Ruhe des Friedhofs war aber selbst der leise Gesang sehr weit zu hören. Ein wenig unsicher, ob ich stören sollte, verhielt ich an Ort und Stelle und hoffte, dass auch mein Hund sich ruhig verhielt. Obwohl dies sonst nicht seine Art war, hielt auch er inne und beide lauschten mir den Gesang, der hoffentlich irdischen Herkunft war. Es war erstaunlich. Der Hund saß zwischen zwei Gräbern und lauschte offenbar ebenso ergriffen wie ich und war in keiner Weise aggressiv. Als der Gesang abbrach, ging ich weiter und konnte nach kurzer Zeit zwischen den Gräbern eine eigenartige Entdeckung machen. Neben einem Grab stand eine Gestalt, die sich kaum von der Umgebung abhob. Ein weißer Pelz,
fast bis zum Boden reichend, auf dem Kopf ein silbriger Schimmer, den ich mir zuerst nicht erklären konnte. Ich machte einige Schritte und wurde dabei gehört. Die Gestalt, die etwa 2 Meter vor mir stand, drehte sich um und ich blickte in das gütig schöne Gesicht einer etwa 80-jährigen Frau mit weißen Haaren, die im Mondlicht etwas glänzten. Kurz zeigte sie sich erschrocken auf ihrem Gesicht, doch gleich darauf entspannte es sich wieder und die Frau sagte ganz unweihnachtlich: Bin ich froh, dass Sie es sind. Ich fürchtete schon, es wären wieder die Leute, die mir jedes Mal den Weihnachtsbaum vom Grab stehlen. Können Sie mich bitte hinausbringen? Während ich den Wunsch der Frau erfüllte und mit ihr zum Ausgang ging, erklärte sie mir, dass sie kurz vor dem Zusperren noch in den Friedhof gegangen war, weil sie unbedingt das Grab ihres Sohnes besuchen wollte, weil doch heiliger Abend war und er nicht allein sein sollte. Sie hatte dann in ihrer Versunkenheit nicht bemerkt, dass es spät und dunkel wurde, und als es dann finster war, fand sie den Weg nicht mehr hinaus. Mit Glück fand sie zum Grab ihres Sohnes zurück und blieb dort. Als sie kalt wurde, begann sie zu singen, und so wurde ihr wieder warm. Draußen angekommen, rief ich der Frau ein Taxi, das sie sicher nach Hause bringen würde, und freute mich, dass ich etwas tun konnte. Es war einer der schönsten Nächte, die ich im Dienst verbracht hatte, aber auch später hatte ich noch schöne Weihnachtserlebnisse, auch wenn vielleicht die besondere Zeit die Dinge ein wenig verklärte. Man sollte auch an sowas glauben. Den Beginn des vierten Teiles macht ein amerikanisches Weihnachtslied, vorgetragen von Sergio Dallo Torres aus der Oper in der Krypta. Danach bringt uns Toni Faber, der Dompfarrer Toni Faber, seine Gedanken zum Weihnachtsfest nahe, ehe wir in einer Geschichte von dem bereits verstorbenen Gerhard Krutisch ein Weihnachtswunder erleben, bei dem die Polizeihundestaffel ein vermisstes Kind sucht. Vorgetragen von Peter Steinbach. Und im Anschluss gibt es wiederum ein Lied von Michael Jedlitschka. Still remains that the dream still goes.
Fest, das größte, wobei es immer so die Sache ist, was ist wichtiger, welches ist das wichtigere Fest, Ostern und Weihnachten, wobei ich glaube, das ist gleichwertig. Christlich ist es ganz klar, dass das Osterfest das wichtigste ist und nachher auch das Weihnachtsfest entstanden ist. Die Auferstehung Jesu Christi zu Ostern, wie wir sie feiern, das Leiden, das Sterben, die Auferstehung, ist das für die Christen am wichtigsten geltende Fest. Und danach hat man nachgedacht, war das nicht schon von allen Anfang an so, dass mit diesem Jesus etwas Besonderes war. Und dann ist erst die Weihnachtszeit dazugekommen. Für uns sind beide Festkreise rund um Ostern und um Weihnachten die zwei wichtigsten. Und für uns in den alten ländlichen Regionen ist das natürlich mit Schnee, mit Kälte, es ist diese Lichtsymbolik, die Wärmesymbolik, das armselige Kind in der Krippe und die heiligen drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, die da kommen, noch einmal etwas Sinnfälliges. Gerade weil die Kinder und Jugendlichen diese Zeit nützen dann auch für die Sternsinger-Aktion, die Drei-Königs-Aktion. Das ist eine gewaltige, großartige sozialpolitische Aktion, die mehr Geld zusammenbringt als Licht ins Dunkel. Das ist faszinierend, dass Kinder und Jugendliche in ihrem ehrenamtlichen Engagement von Tür zu Tür ziehen, von Haus zu Haus, hier für Sozialprojekte in Südamerika, in Afrika, in Asien mehr zusammenbringen als diese großartige mediale Inszeniertheit von Licht ins Dunkel. Gibt es auch schon einiges länger, würde ich mal sagen. Gibt es auch schon länger. Wir haben es nach dem Weltkrieg sozusagen gegründet. Und ich bin selber immer als Kind mitgegangen. Es war faszinierend, jetzt als Erwachsener mit erwachsenen Sternsingerinnen, Sternsingern durch die Lokale zu ziehen in der Nacht und hier Menschen darum zu bitten, unterstützt doch solche grandiose Sozialprojekte. Ich bin da sehr, sehr stolz auf die Dreikönigsaktion. Jetzt zum Weihnachtsfest selbst. Das ist Geburt Jesu. Was macht diese Mystik aus, dieses Festes? Ich glaube, dass wir in der Hektik des Alltags uns niederbeugen zu einem armselig auf die Welt kommenden Kind, das auf der Flucht ist, gleichsam nachher, gleich nach der Geburt und bei der Volkszählung sich auf den Weg machen muss, das Paar Josef und Maria nach Nazareth, von Nazareth aus nach Bethlehem und dort dann kein Haus findet, keinen Ort findet, wo es unterkommt. Da ist das ganze Thema auch der Fremden in unserem Land, in unserer Welt, der Migranten gegenwärtig. Und dann gleichzeitig doch die Idylle von Ochs und Esel, Krippe mit Stroh, ganz einfache Verhältnisse, der Wirt schickt sie fort, nur in diesem Stall kommen sie zur Welt. Die Gelegenheit wirklich zu ergreifen, in der Kleinheit des helfenden und liebenden Zugehens, dort lässt sich Gott erkennen, nicht im Glanz der Paläste, nicht im Glanz all dessen, was in dieser Welt großartig gilt, sondern in der Kleinheit des menschlichen Lebens. Und das ist, glaube ich, eine Mahnung an unsere eigene Menschlichkeit. Machen wir die Tür unseres Herzens auf, wenn jemand anklopft, wenn jemand von uns etwas braucht, oder verschließen wir uns? Und das ist eine wunderbare Gelegenheit einer Herzensneubildung, einer Herzensformung. Und um das geht es im Menschsein, nicht um großartige Erfolge, sondern bin ich bereit, dem anderen Menschen echt mein Herz zu öffnen.
Es gibt es ja so mit Christbaum und so ist es, und dann gibt es ja noch gar nicht so lange, dieses Weihnachtsfest. Genau, das, wie wir so adventlich und weihnachtlich feiern, eben der Adventkranz ist noch keine 150 Jahre alt, der Weihnachtsbaum ist eine spätere Erfindung, auch vor 100 Jahren, so wie wir das sehr traditionell glauben, dass es immer war, war es nicht, sondern da ist der ursprünglich christliche Gedanke viel mehr im Vordergrund gestanden. Ich möchte aber nicht jammern über diese Weihnachtsbräuche, im Gegenteil, wir können sie nützen, um zum Wesentlichen vorzudringen. Aber es ist kein Fehler, wenn man anderen eine Freude macht, wenn man was schenkt. Genau. Und das Sinn ja eigentlich auch weiterhin. Richtig. Jetzt die drei Könige, es ist zwar jetzt praktisch dann erst nach Weihnachten genau genommen, welche Symbolik hat das? Dass alle Länder dieser Erde anerkennen, dass hier etwas Besonderes begonnen hat. Ein Königtum der Liebe, nicht ein Königtum der Waffen, nicht eine Herrschaft der Gewalt und der Stärkeren, sondern diese Weisen aus dem Morgenland erkennen in ihrem Nachdenken einfach an, da sie etwas Besonderes und wo sie von Herodes missbraucht werden wollen, dass er sie besticht und sagt, zu bestechen versucht, sagt mir, wo das Kind ist, dass ich ihm auch huldige und in Wirklichkeit nur Angst um seine eigene Macht hat, zeigt, dass die Macht der Liebe doch am Ende mehr besiegen kann als die Macht der Waffen und die Macht der Gewalt. Die Mitternachtsmette ist ja ein wichtiger Brauch, der in der Stadt sowohl wie auch im Land noch gepflegt wird. Was hat die Mitternachtsmette, warum sagt man da Mitternachtsmette dazu? Mitten in der Dunkelheit der Nacht, mitten in der Finsternis, mitten in dem, wo wir eigentlich nicht arbeiten, nicht viel kommunizieren, dass da ein Licht aufleuchtet, ist ein gewaltiges Zeichen. Natürlich ist man vielleicht auch müde, aber es ist eine Unterbrechung des Gewohnten, weil durch diese Geburt des Gottessohnes etwas ganz Neues aufbricht. In der Düsternis, in der Kahlheit all dessen, was Nacht bedeutet für uns, strahlt ein neues Licht auf. Und das ist ein kräftiges Zeichen zu Weihnachten um Mitternacht, das ist ein kräftiges Zeichen zu Ostern, wenn wir die Auferstehung feiern, in der Osternachtfeier. Die Nacht lädt ein, nachzudenken, was wirklich zählt, was wirklich ein neues Licht ist. Es unterbricht das Gewohnte und dafür ist mir die Mitternachtsmette natürlich die liebste Messe. Die darf ich im Stephansdom normalerweise mit 5000 Leuten halten. Bin gespannt, wie das heuer wieder sein wird nach den Corona-Durststreckenzeiten, wo gar nicht so viel erlaubt war, dass wir wieder in voller Mann- und Frau-Stärke feiern können. Jetzt hat Weihnachten große Symbolik, vor allem auch in Sachen Frieden. Wir haben jetzt zwar ziemlich turbulente Zeiten, aber es waren schon einige davor. Und gerade immer zu Weihnachten gab es dann doch auch wirklich einen Frieden. Ob es jetzt im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten Weltkrieg war, leider Gottes halt nach Weihnachten schnell wieder vergessen war. Aber ich glaube, das zeigt auch aus die Macht des Festes. Ja, also ich hoffe auch gerade für die Ukraine, dass in diesen Tagen die Kampfhandlungen ruhen werden. Ich wünsche es mir, ich erbitte es. Und da bitte es mit der großen ukrainischen Gemeinde auch in Österreich, mit der ich mich sehr verbunden weiß, mit denen ich auch immer wieder feiere und bete, dass da Friedenszeichen geschehen mögen, gerade auf der Seite der ukrainisch-orthodoxen und uniert-katholischen Kirche, aber sie hoffentlich auch auf der Seite der russisch-orthodoxen Kirche, russisch-orthodox-ukrainischen Seite. Dann wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest, eine volle Stephanskirche. Sehr gerne wünsche ich Ihnen und euch allen eine friedliche Weihnacht, Frieden im Herzen, Frieden in der Welt, dass wir auch einen Beitrag leisten können dafür, den Frieden in unserer Umgebung, den Frieden in der Welt auch aufzurichten. Alles, alles Gute, gesegnete, friedliche Weihnachten. Es war heiliger Abend und ich hatte 24 Stunden Dienst als Hundeführer auf dem Funkwagen Tasso 4 vor mir. Der Tag verlief ruhig und schon begann es zu dämmern, als es plötzlich via Funk hieß, dass im 14. Bezirk an der Niederheit ein 7-jähriger Junge vermisst wird. Er war nach Auskunft der Mutter um 4 Uhr nachmittags in sein Zimmer gegangen, dort offenbar aus dem Fenster geklettert und verschwunden. Die Mutter hatte ihm schon erzählt, dass er, wenn er brav sei, vielleicht das Christkind sehen könnte, wenn es mit dem Schlitten aus dem Wald kommt.
Es galt also, in der näheren Umgebung alles abzusuchen und so wurde mir als Hundeführer der Grünlandbereich des Däneparks zugewiesen. Überall wurde gefragt, ob man ein Kind gesehen hatte, das allein war und der Beschreibung nahe kam. Doch niemand konnte sich erinnern. So vergingen Stunden der Suche und ich entfernte mich immer mehr vom Wohnhaus. Es war schon dunkel geworden und der spärliche liegende Schnee erhellte die Landschaft. Während meiner Suche traf ich Großmutter, eine alte Dame, und die erklärte weinend, dass alles ihre Schuld sei, denn sie hatte den Knaben erzählt, dass die Berge der Umgebung hohl seien und darin die Geschenkslager vom Christkind untergebracht sei. Unweit vom Schottenhof sei man einmal spazieren gegangen und hätte dort mitten im Wald einen Bogen gesehen, vor dem die Oma wusste, dass darin die Backtiere der deutschen Wehrmacht eingestellt wurden, und da das Kind mit dem Begriff Wehrmacht nichts anzufangen wusste, erzählte sie eben diese Geschichte. Ich wusste auf Anhieb, welche Stelle gemeint war. Es war die zum Schottenhof gewandte Seite des Schirach-Bunkers am Galizienberg. Nach dieser Information fuhr ich mit dem Tassowagen zur beschriebenen Stelle, um mein Glück zu versuchen. Bei der Jubiläumswarte angekommen, stieg ich aus, um mit meinem Hund in die Richtung der angegebenen Stelle zu durchstreifen. Es war in der Zwischenzeit schon weit nach 22 Uhr und es schneite leicht. Auf dem Weg durch den Wald wunderte ich mich über die vielen Wildspuren, die im frischen Schnee zu sehen waren. Es gab natürlich Wild, welches aber selten zu sehen war. Da es sehr steil wurde, ließ ich meinen Hund von der Leine und er lief voraus, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte, da er genau auf den erwähnten Unterstand zulief. Nach ein paar Schritten hörten die Bäume auf und ich hatte freien Blick auf die Umgebung. Genau zu dieser Zeit riss die Wolkendecke auf und der Mond strahlte fast unnatürlich hell herunter. Der rote Anorak eines Kindes leuchtete aus dem Betonunterstand, der vom Mond fast in den letzten Winkel ausgeleuchtet war. Mein Hund stand davor, Auge in Auge mit 5 Rehen und einem Rehbock. Und die Tiere beschnupperten sich gegenseitig. Der Junge verhielt sich ganz still und auch ich blieb angesichts dieser unwirklich erscheinenden Bildes bewegungslos stehen und wartete ab. In diesem Moment knackte es im Gebüsch und die Rehe ergriffen die Flucht und der Hund begann zu bellen. Damit war die Weihe des Augenblicks vorbei und es galt, behutsam den Knaben zu holen und ihn nicht zu erschrecken. Doch der war gar nicht verschreckt. Er kam mir entgegengelaufen und rief voller Freude, dass er das Christkind gesehen hätte. Ich ließ ihn bei seinem Glauben, nahm ihn an der Hand und brachte ihn heim zu seiner Mutter. Solch fantastische Geschichten geschehen meist dann, wenn man bereit ist, die Dinge anders aufzunehmen, als sie sind. Und solange das so ist, sollten wir zufrieden und glücklich sein. Diese Geschichte ist eigentlich wahr. Nicht ganz so hat sich das allerdings mit der Situation der Rehe abgespielt. Wahr ist, dass mein Hund vor meinen Augen mit einem Rehbock zusammengetroffen war und sich beide Tiere gegenseitig beschnupperten, dann spielerisch ein Stück nebeneinander herliefen, um sich dann zu trennen, weil mein Hund offenbar die Witterung des Kindes aufgenommen hatte. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that may last. Have yourself a merry little Christmas.
Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yeah. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, they gather near to us once more. Through the years, we all will be together, and if the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Have yourself a merry little Christmas. Ich wünsche euch. Ich hoffe, unser Programm hat Ihnen bisher gefallen. Wir kommen nun zum Abschluss. Ludwig liest Ludwig. Charlotte Ludwig liest Geschichten von Anna Ludwig. Anschließend ein wunderschönes Weihnachtslied vorgetragen von René Rumpold. Und zum Abschluss das wohl bekannteste und berühmteste Weihnachtslied, Stille Nacht, Heilige Nacht. Zuerst in einer Version aus dem Wiener Stephansdom, in einer alten Version, danach in mehreren Sprachen aus Oper in der Krypta. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das Zusehen und wünsche besinnliche und schöne Weihnachten. Ihr TV21. Hausfrauen tun sie oft dran messen, bei wem nur kammert besten essen. Ganz wichtig ist dabei die Form, bei wem sind's denn am schönsten wurm. Manche sind ein wenig hart, mit irgendwas hat man da gespart. Einige sind zu dick und zu braun, man schrecklich sind die anzuschauen. Grad jetzt hab ich ihn auch nicht bissen, bei der tue ich die Nuss vermissen. Aber die, ich mein die Sorte, ist eine ganz feine Sorte. Zart und geschmackig, fein im Biss, sicher gibt's um der Chris. Hörst die Kitzelns, Gaumen, Zipfel, dreht ist von Vanillekipferl. Gelernt hab's ich von meiner Mutter, am besten waren's mit echter Butter. Zuletzt muss man's nur in Zucker wutzeln, nur ganz zart, damit's nicht zu futzeln. Im Himmel hat's Christkindl schon die Backerln bereit, nur will sie es nicht liefern, weil der Weg ist ja zu weit. Wenn der Weihnachtsbaum brennt, haben die Kinder eine Freude, weil dann ist für Singen und Betten keine Zeit. In Bethlehem sieht man einen Stern in der Nacht, am Tag sieht man nicht. Geh, das hast du eh gedacht. Am Berg auf der Alm um, da geht's lustig zu, da feiert die Weihnacht der Ochs und die Kuh. Im Burgenland ist jetzt die süßeste Zeit, da backen die Frauen ja die Keks für die Leute. Der Schneider und der Schuster haben zu Weihnachten viel zu tun, der Schneider macht Gladeln und der Schuster die Bäume. O du lieber Tannenbaum, du verfolgst mich schon im Traum. Alles sollte man da was schenken, mit wenig Geld, ist nicht trotz Denken.
Und so saublöd sind die Sitten, fast überall wird jetzt festgestritten. Nur der Wasti, unser Hund, hat er Freude und findet keinen Grund, dass das Festl ihn empört. Hat er da was reden gehört, dass der kleine Tannenbaum reinkommt in warmen Raum? Ich sag's euch, ist der Wasti froh, er kriegt sein eigenes Zimmerklo. Und er träumt schon da in der Kamm von dem grünen Tannenbaum. Chestnuts roasting on an open fire, Czech frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is going to spy to see if a reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is going to spy to see if a reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Frohe Weihnacht to you. Frohe Weihnachten.
Thank you.
schlecht.